Wo wir uns nicht raushalten werden, ist die Auseinandersetzung, die hier innerhalb der Partei Die Basis stattfindet. Nach unserer persönlichen Auffassung, nach meiner insbesondere, aber auch Viviane und die anderen teilen diese Auffassung, gibt es hier Spaltungsbemühungen. Das ist nicht überraschend, jedenfalls angesichts der Tatsache, dass diese Partei ein unfassbares Potenzial hat, denn keine andere Partei spricht die Corona-Maßnahmen überhaupt an. Die haben alle sozusagen vollständig den Löffel abgegeben. Und da vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass da Leute in die Partei entsandt werden, die praktisch die Corona-Agenda bei uns fortsetzen sollen. Wir setzen uns aber gerne mit denjenigen, die wir angegriffen haben und weiter angreifen werden, bis das Spiel vorbei ist, auseinander. Aber nicht im Wege von irgendwelchen Hinterzimmergesprächen, von denen niemand was mitkriegt. Ich habe das und betone das nochmal als Hinterzimmer-Terrorismus bezeichnet, was da abgeht. Wir haben gerade ein neues Schreiben rausgeschickt, in dem einige der Zitate aus Besprechungen, die dann auf diese Weise offenbar nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen, wiedergegeben sind. Wir haben eine schriftliche Äußerung eines Vorstandsmitglieds, der fordert allen Ernstes, die Einführung von Impfbussen. Also, wir sind gerne bereit und in der Lage, uns mit denen auseinanderzusetzen, aber nicht im Hinterzimmer, sondern öffentlich in einem Livestream, der mindestens für die Parteiöffentlichkeit zugänglich sein muss, denn die besetzen im Moment alle Positionen, versuchen alle Kommunikation mit dem Schwarm, und der ist das Besondere an dieser Partei, zu verhindern, sondern das Ganze sollte meiner Ansicht nach sogar richtig öffentlich sein, weil das auch Werbung für die Partei ist, weil man sieht, es gibt Leute, die tun was. Mehr wollten wir dazu mal besser nicht sagen.